Eine illegale Drogenparty in Hamburg. Es ist die Tür zu Zimmer 716 im Arc-Hotel auf der Hamburger Reeperbahn. Das ist kein Schmuddelhotel hier, ein Vier-Sterne-Hotel. Das Doppelzimmer kostet da immerhin 170 Euro. Und hier hinter dieser Tür, da hat sich ein Verbrechen abgespielt. Ein Drogenexzess mit einem Toten und einem erst 13 Jahre alten Mädchen. Sandra, was genau geschah also hinter dieser Zimmertür 716? Polizei, Kriminaltechnik, Spurensicherung. Tütenweise tragen die Beamten Beweise aus dem Hotel, suchen nach Spuren und Antworten auf die Frage, was geschah in Zimmer 716? Ich stehe hier vor einem Vier-Sterne-Hotel direkt an der Reeperbahn. Hier fand eine Drogenparty ein schreckliches Ende. Ein 22-jähriger junger Mann starb. Am Montag mieten 5 Hamburger Personen das Zimmer 716 des Arc-Hotel Onyx Hotels. 4 erwachsene Männer im Alter von 19 und 22 und ein 13-jähriges Mädchen. Der geplante Aufenthalt 4 Tage. Doch wieso ein Hotel, wenn alle in Hamburg leben? Unklar. Mindestens 3 der erwachsenen Männer und das 13-jährige Mädchen sollen in einem Hotelzimmer wie diesem harte Drogen genommen haben. Bis in die frühen Morgenstunden soll die Gruppe Marihuana, Alkohol, verschreibungspflichtige Medikamente und mutmaßlich Kokain konsumiert haben. Ein offensichtlich tödlicher Drogencocktail. Nach den jetzigen Erkenntnissen sind diese 5 Personen in dem Hotelzimmer gewesen. Morgens in dem Hotelzimmer haben sie dort schlafen gelegt und dann einer von den, ein 20-jähriger Mann, ist dann aufgewacht am späten Nachmittag, und hat dann festgestellt, dass eine Person verstorben ist, ein 22-jähriger Mann. Die Rettungskräfte sind unmittelbar vor Ort, finden die Leiche des 22-Jährigen aus dem Bezirk Hamburg-Stellingen. Doch nicht nur das. Die Drogen vergiften auch die weiteren Männer und das 13-jährige Mädchen schwer. Die Notärzte müssen sie ins Krankenhaus bringen. Nach Bildinformationen lebt die 13-Jährige eigentlich in einer Wohngruppe, ist als Ausreißerin bekannt. Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt auf die Obduktion des 22-Jährigen und auf Drogen, die im Zimmer gefunden wurden. Doch viele Fragen sind noch offen. Was ist in diesem Zimmer mit dem 13-jährigen Mädchen geschehen? Welche Rolle spielten die 4 Männer? Die Polizei ermittelt unter Hochdruck.